Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Jade Empire. Wir hatten ja gesagt, wir bereden jetzt mit unserem Lehrmeister, aber bevor wir da reingehen, hier ist noch Zeug. Was haben wir denn hier drin? Waffenlose Stiele zum Schließen Angriffstaste drücken. Ja, was das Zeug macht, ist interessant. Und noch ein Schriftrollenständer. Die große Dürre. Die Zeit der großen Dürre zählt zu den schlimmsten Ereignissen in der jüngeren Geschichte des Jadereichs. 10 Jahre mit glühender Hitze und wenig Regen konnten selbst die riesigen Vorräte der kaiserlichen Kornkammer nicht verkraften. Die Gelehrten hatten weitere 3 Jahre Trockenheit vorausgesagt. Und das Ministerium für Harmonie musste tatenlos zusehen, wie die Zahl der Toten in die Hunderttausende stieg. Dann erklärte Kaiser Sun Hai die Dürre für beendet. Und tatsächlich war sie es auch. Durch den göttlichen Willen des Kaisers hielt das Grün wieder Einzug in unser ausgedorrtes Land. Und die Ordnung ward wiederhergestellt. Wieder Erfahrungspunkte. Ich danke dafür. Und dann reden wir mal mit unserem Meister. Ich trinke noch einen Schluck von meinem schwarzen Tee. Hallo. Ich habe euren Übungskampf gegen Yingwu mit großem Stolz verfolgt. Oh, das freut uns. Ihr habt nahezu alles gelernt, was ihr in der Übungsarena lernen könnt. Und dabei sind wir gerade Level 1. Schüler, obwohl ihr als Waisenkind zu mir gekommen seid. Ich hoffe, ich habe euch auf die Last der Verantwortung vorbereitet, die mit euren Fähigkeiten einhergeht. Habt ihr je über eure Zukunft nachgedacht? Nein, ihr werdet mir nicht sagen, was ich wissen muss. Ich möchte eigentlich aus diesem winzigen Nest heraus ein bisschen die Welt erkunden. Schließlich sind wir hier in einem Rollenspiel. Ihr habt alle Lektionen abgeschlossen. Vergesst diese Grundlagen nicht, sondern bewahrt sie stets im Herzen. Denkt ihr doch daran, dass die Schule kein guter Maßstab eures Könnens ist. Seid stets bereit, noch mehr zu lernen. Als ihr klein wart, seid ihr einmal gefallen und habt euch den Arm verletzt. Ich habe euch getröstet und gesagt, dass kleine Schmerzen zum Lernvorgang gehören. Aber nicht jeder Fehlschlag macht euch klüger. Ihr müsst euch vorsehen. Manchmal lernt man aus einer Niederlage nur, dass man besiegt wurde. Diese Welt ist aus der Balance geraten. Die Geister sind ruhelos. Euch kommt eine Rolle zu, die ich bislang vor euch verborgen habe. Weshalb habt ihr das getan? Wer die Wichtigkeit seiner Bestimmung verrät, bevor er bereit ist, erleidet oft ein unrühmliches Ende. Die Weisen suchen erst dann Aufmerksamkeit, wenn sie sich ihr stellen können. Die Leute haben Angst. Ich habe auch nicht alle Antworten. Aber ich weiß, dass ihr für das Schicksal vieler von großer Bedeutung sein werdet. An euch wird es sein, sich einem gewaltigen Übel zu stellen. Meister, Meister Li! Warum stört ihr uns? Das sollte besser wichtig sein. Es gibt noch viel zu sagen. Meister, Nio ist gekommen, um mich zu warnen. Am Aussichtspunkt hinter den Feldern hat er ein Boot gesehen. Es waren seltsame Gesetzlose. Sie haben mit irgendetwas auf ihn geschossen. Und Kiamin wurde verletzt. Wo ist sie jetzt? Noch am Aussichtspunkt vor dem Dorf. Nio konnte sie nicht tragen. Bitte kommt, Meister Li. Die Banditen sind noch nicht im Dorf, aber sie könnten jederzeit dort eintreffen. Wir werden unser Gespräch später fortsetzen müssen, mein Schüler. Wie es scheint, gibt es dringendere Angelegenheiten. Ich werde gegen sie kämpfen. Jetzt lasst mich mit euch kommen, Meister. Ihr werdet noch früh genug kämpfen können. Geht zu Gutschin, dem Waffenmeister. Er hat eine Waffe für euch. Ihr werdet sie schon bald brauchen. Lauft los und macht Morgenstern auf die Gefahr aufmerksam. Ihre Fähigkeiten haben die euren schon immer gut ergänzt. Also nehmt sie mit. Bereitet euch auf einen möglichen Angriff vor, während ich mich um meine verletzte Schülerin kümmere. Ich komme so bald wie möglich zurück. Wir setzen unser Gespräch fort, wenn diese Bedrohung vorüber ist. Nun,
Wo finde ich die beiden denn? Morgenstern dürfte in ihrem Garten am Eingang der Schule sein. Gutschin ist in seinem Laden beim Dorftor. Geht am Dorfplatz einfach die Treppe hoch. Das werden wir. Gut. Die Zeit wird kommen, da ihr alles wisst, was ihr wissen müsst. Bewahrt vorerst die Grundlagen im Herzen. So, mit der Maus-2-Taste lässt sich die Minikarte ein- und ausblenden, die man rechts oben sieht, leider sehr gering aufgelöst. Naja, man merkt, dass das Spiel für die Xbox entwickelt wurde. So, wir haben hier etwas sehr Lustiges, eine Löwenstatue, die zugehörige Kiste. Die möchte ich jetzt aber nicht machen, denn ich hatte schon eine Fail-Aufnahme, wo das Spiel nicht gespeichert wurde. Da habe ich dann rumgefummelt in den Kompatibilitätseinstellungen und habe dann nur einen Erfahrungspunkt rausgekriegt. Da will ich ein bisschen drauf warten. Aber wir haben etwas in unser Tagebuch hineingeschrieben. Wir müssen Morgenstern finden. Ja, das werden wir doch gleich tun, aber... Schön. Ah, wisst ihr, ich will in meinem Leben durchaus einmal nach China. Und zwar nicht bloß für so ein bisschen Urlaub, sondern schon mal ein halbes Jahr. Oh, Vögel. Oh. Ah, wunderschöne Welt. Ah, ich könnte mir das so lange ansehen. Tor der Schule, kann man das aufmachen? Jetzt müssen wir hier... Wir müssen auf jeden Fall dahin, denke ich. Was ist los, Morgenstern? Habt ihr Angst, dass Meister Lee was merken könnte? Banditen sollen sich dem Dorf nähern. Und ihr belästigt mich mit euren plumpen Annäherungsversuchen? Das sieht euch wieder ähnlich, Gau. Bestimmt eine Taktik, die ihr von eurem verbrecherischen Vater gelernt habt. Sein Name ist Gau der Große. Und er hat mit ein paar zerlumpten Dieben und Sklavenhändlern ein Vermögen gemacht. Wenn euch mein Charme nicht imponiert, kaufe ich euch eben den Boden unter den Füßen weg. Sehr freundlich. Das beeindruckt mich überhaupt nicht, wenn ihr mit dem unverdienten Reichtum eures Vaters protzt, Gau. Das macht euch nur abstoßender. Hallo Morgenstern, ich hoffe doch sehr, dass ich störe. Wir sind ein freundlicher Mensch. Ihr maßt euch an, was euch nicht zusteht. Sie und ich sprechen über ihre Zukunft. Vielen Dank, Gau. Aber mein Verderben suche ich mir lieber selbst aus. Jetzt geht. Und habt bitte die Güte, mir aus dem Wind zu bleiben. Das werde ich nicht vergessen, Morgenstern. Ihr seid äußerst respektlos. Und ihr ebenfalls. Ihr werdet nicht allen Ruhm einheimsen, wenn es zum Angriff kommt. Wir sind noch nicht fertig. Puh, er ist in jeder Hinsicht Gau der Geringe. Ich dachte, Meister Lee erlaubt ihm zu bleiben, damit er dem Einfluss seines Vaters entgegenwirken kann. Aber Gau lernt einfach nicht dazu. Er tut so, als stünde er über Meister Lees Lehren. Reichtum macht wohl eingebildet. Ich bin froh, dass ihr gerade zur rechten Zeit gekommen seid. Mir gefällt es nicht, euch wütend zu sehen. Ihr habt die richtige Einstellung. Gau könnte viel von euch lernen, wenn er überhaupt von jemandem lernen wollte. Was wollte denn Gau genau? Erzähl uns darüber. Was will Gau der Geringe wohl? Er ist überzeugt, dass er sich alles kaufen kann, selbst Menschen. Sein Vater hat ihn völlig verzogen. Jetzt, wo er endlich weg ist, würde ich lieber über etwas anderes sprechen. Was möchtet ihr? Nun, was möchten wir? Ihr wisst doch Bescheid über die Banditen. Meister Lee hat gesagt, wir sollten bei Gujin eine Waffe abholen. Ja, er hat mir gesagt, dass ihr kommt. Er ist eben mit Zipat hier vorbeigekommen, um Kiamin zu helfen. Merkwürdig, dass einfache Banditen einen solchen Überfall verüben. Meister Lee war besorgt, dass das eure Ausbildung stören könnte. Seine Anerkennung eures Potenzials ist einfach so absolut. Hat er euch mehr über eure Zukunft erzählt? Oh, mehr Auswahlen. Mutmaßungen sind etwas für Narren. Nein, ich habe ein schlechtes Gefühl. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Was wisst ihr darüber? Unser Alter kümmert sich schon um die ganzen Banditen? Nur was Meister Lee euch bereits erzählt hat. Dass ihr für große Dinge bestimmt seid, diese aber selbst entdecken müsst. Diese Antwort muss so unbefriedigend, aber auch aufregend sein.
Er hat euch ähnliche Dinge gesagt. Ihr besitzt auch besondere Gaben. Das ist nicht das Gleiche. Euch sind große Dinge bestimmt, auch wenn ihr sie noch nicht kennt. Meine Fähigkeiten werden stets dunkler sein. Ich kann ins Geisterhafte blicken. Eine Fähigkeit, die gewisse Einsichten gewährt. Aber letztlich scheint sie nur dazu gut zu sein, mich nachts wach zu halten. Schön gesagt. Ich habe Meister Lee geholfen, die Unruhe zu entdecken, die unsere Zukunft zu prägen scheint. Aber ich sehe nur Probleme, während es euch bestimmt ist, Lösungen zu finden. Darum beneide ich euch. Bitte hebt mich nicht auf ein Podest. Ich möchte lieber an der Seite meiner Freunde stehen. Das freut mich. Ihr habt immer mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden. Wie sagt Meister Lee doch gleich? Dass ihr die Grundlagen im Herzen bewahren sollt. Jawohl. Gehen wir zu Gujins Werkstatt und holen eure Waffe ab. Es sollte nicht allzu schwer sein, einfache Banditen abzuwehren. Sie sind dumm, einen solchen Angriff zu versuchen. Ja. Lass uns zusammen hingehen. Ich könnte etwas Gesellschaft gebrauchen. Gerne. Auch eine kleine Reise ist in guter Gesellschaft angenehmer. Ja, das stimmt durchaus. Neues Gruppenmitglied. Eure Gefolgsleute kämpfen an eurer Seite, aber ihr könnt euch auch an ihre unterstützenden Fähigkeiten zunutze machen. Ihre Taktik könnt ihr auf dem Gefolgsleute-Bildschirm ändern. Nun, was haben wir denn für einen neuen Auftrag? Besorgt euch eine Waffe? Was sind denn Gefolgsleute? Cobra, Stufe 1. Ihr seht hier, wer Knights of the Old Republic gespielt hat. Das ist ähnlich. Die Faust und die offene Hand. Na, darüber lernen wir noch mehr als genug. Auf diesem Bildschirm können wir Stilpunkte verteilen, Taktiken, Angriff. Taktik des Gefolgsmannes ändern. Wir Unterstützung. Die müsste den ein oder anderen Heilzauber haben. Wir können also aktiv und passiv ändern. Jetzt möchten wir zum Tor. Aber bevor wir hier rausgehen, speichern wir. Ist das toll, dass wir das machen können. Speichern. Und da sind wir wieder. Was haben wir denn hier? Ein Fokusschrein. Was macht denn der für... Ihr meditiert und erlangt euren Fokus zurück. Aha. Also so eine Art Lebensenergie-Ding. Hier das gleiche mit Chi wahrscheinlich. Ja, da kommen wir noch früh genug hin. Dann gehen wir mal noch zwei Ströme. Spiel wird gespeichert. Ha, Autosave. Nun, wo sollten wir hin? Da irgendwo. Oh. Oh, oh, oh. Nettes kleines Dorf habt ihr hier. Nicht viele Wachen, stimmt's? Wie sieht's mit Vorräten aus? Ich weiß es nicht. Warum stellt ihr mir all diese Fragen? Dieses Dorf ist nicht gut bewacht. Los, fangen wir an zu plündern, solange das Beste noch da ist. Ihr habt recht, lohnt sich kaum. Sehr nett. Au! Anstatt ihn einfach mal zu fragen, geh mal bitte beiseite. Naja. Dafür kriegen wir hier unsere Erfahrungspunkte. Und Geld. Unglaublich, dass Sie schon hier sind. Schnell, wir brauchen eure Waffe. Gujin dürfte in seinem Laden nördlich der Haupttreppe sein. Nördlich der Haupttreppe? Ich muss erstmal schauen, was ist denn hier passiert. Es ist schrecklich. Sie haben ihn getötet. Was? Die haben den wirklich umgebracht? Was wollen die Banditen denn hier in zwei Ströme? Nördlich. Was ist denn hier? Kein Laden? Coinladen? Da ist ein geschlossener Laden. Ich bin verwirrt. Gehen wir mal dahin. Wir schauen mal so auf die Karte. Yep. Laden von Gujin. Ach, da sind wir. Dorfplatz. Wir müssen also nach Norden. Dann gehen wir nach Norden. Natürlich, oben Norden, ne? Sind hier noch mehr von denen? Nein. Das ist Gujins Laden. Wo ist sie denn? Wir sollten uns bei ihm so schnell wie möglich ein paar Waffen besorgen. Ja, aber das machen wir im nächsten Video. Bis dann, Leute. Bis dann.